Studie aufgenommen zu werden, wie in Dänemark zum Beispiel. Das ist nicht hinnehmbar. Auch die deutschen Patienten und Patienten müssen die Möglichkeit haben, in klinische Studien aufgenommen zu werden. Klinische Studien und die daraus entwickelten Leitlinien sind die Grundlage für die Forschung und Produktion in Deutschland. Sie sind aber auch die Grundlage für eine bessere Behandlung, dass wir hier so viel Boden verloren haben in den letzten 15 Jahren, ist nicht akzeptabel. Wir brauchen deutlich eine massive Entbürokratisierung und Beschleunigung in der klinischen Forschung. Zu diesen vielen Problemen, die ich beschrieben habe, kommen neue hinzu. In den nächsten Jahren werden über Jahre hinweg ungefähr 800.000 junge Menschen ihren 18. Geburtstag feiern und um die 1,3 oder 1,4 Millionen Menschen werden ihren 65. Geburtstag feiern. Daraus ergeben sich ganz neue Herausforderungen. Wir haben leider in den letzten 10 Jahren, und Herr Reinhardt und ich haben darüber oft Einvernehmen hergestellt, wir haben es versäumt, junge Ärztinnen und Ärzte auszubilden. Uns werden für die nächsten 10 oder 15 Jahre 50.000 Ärztinnen und Ärzte fehlen, die wir nicht ausgebildet haben. Wir haben in den letzten Jahren zunehmend ausländischen Ärzten in Deutschland eine Arbeit geboten. Mittlerweile arbeiten in Deutschland 64.000 Ärzte, die in Deutschland nicht geboren worden sind. Aber wir können nicht so weitermachen. Wir können nicht weitermachen, indem wir sagen, wir scheuen die Investition in die Ausbildung junger Ärztinnen und Ärzte in Deutschland, nehmen aber die gleichen Ärztinnen und Ärzte aus anderen Ländern, die diese Investition getätigt haben, wo diese Ärztinnen und Ärzte dann fehlen und wo sie dort dringend gebraucht werden. Das ist nicht ethisch und kann so nicht weitergehen. An gemeinsamen Lösungen. Clemens Hoch hat es eben beschrieben und ich gebe das auch nicht auf. Ich bin sicher, wir brauchen beides. Wir brauchen eine bessere Approbationsordnung und wir brauchen gleichzeitig mehr Studienplätze. Das wird Geld kosten, aber dieses Geld müssen wir aufbringen, denn nur über diesen Weg werden wir unser Gesundheitssystem fit machen für die Herausforderungen, die auf uns zukommen. Wir können nicht den Kopf in den Sand stecken und sagen, wir einigen uns da nicht. Wir sind hier zum Gelingen verurteilt und ich freue mich daher auf die gemeinsamen Gespräche, die wir in dieser wichtigen Sache führen. Ich kann Sie beruhigen, ich werde die vielen Gesetze, die wir derzeit bearbeiten, die werde ich hier nicht im Einzelnen vortragen. Wir arbeiten derzeit an insgesamt 15 Gesetzen. Ich werde mich auf ein paar Gesetze beschränken, wo ich die Grundzüge beschreiben möchte, weil ich Sie einladen möchte, ich komme am Schluss nochmal darauf zurück, ich möchte Sie einladen, mit uns über diese Gesetze zu reden, zu besprechen. Die Legislaturperiode ist jetzt in einer sehr wichtigen Phase, wahrscheinlich in der wichtigsten Phase. Ich beschränke mich auf 6 Gesetze, ich fange mal mit dem Krankenhausreformgesetz an. Das Krankenhausreformgesetz versucht in allererster Linie, das System der Fallpauschalen zu überwinden, indem wir hier ein System aufbauen, wo 60% der Vergütung über Vorhaltepauschalen an die Kliniken gehen, für die Leistungen, die sie erbringen sollen, für die sie die entsprechende Qualität vorhalten, sodass die Häuser aus dem Hamsterrad herauskommen, dass ein Fall nach dem anderen gemacht werden muss. Wenn 60% über die Vorhaltung bezahlt wird, dann kann auch die Zahl der Fälle etwas schwanken. Das bedroht das Haus dann nicht wirtschaftlich. Und insbesondere, wenn die Vorhaltung dann so ausgestattet ist, dass tatsächlich die aufwendigen Fälle auch aufwendig vergütet werden, dann kommen wir ein Stück weit aus dieser Entökonomisierung heraus. Wir werden bei dieser wichtigen Reform die Sektorengrenze deutlich öffnen. Wir werden eine deutliche Öffnung der Sektorengrenze machen. Wir werden darüber hinaus auch die Notfalldienstreform machen und den Rettungsdienst reformieren. Ein Drittel der Menschen, die derzeit in den Notfallambulanzen der Krankenhäuser versorgt werden, könnten eigentlich auch in Praxen versorgt werden. Das überfüllt die Notfallzentren. Wir haben darüber hinaus die Situation, dass viele dieser Patienten zum Schluss auch stationär landen, obwohl sie gar nicht stationär versorgt werden müssen.
Das heißt, die Notfallreform, die Krankenhausreform, die Rettungsdienstreform werden aus einem Guss benötigt daran. Ich stimme übrigens Ihnen, Herr Reinhardt, ausdrücklich zu, dass wir hier auch Lösungen für die Weiterbildung integrieren müssen. Ich habe Sie ja in unser Haus eingeladen, Sie haben dort Vorschläge gemacht, diese Vorschläge prüfen wir gerade. Aber es ist ganz klar, dass bei einer solchen Reform die Weiterbildungsveränderungen mitgedacht werden müssen. Im Übrigen stimme ich auch zu, dass wir genauso wie in der Pflege, wo wir jetzt ein Personalbemessungsinstrument einführen, dass wir so ein Personalbemessungsinstrument auch in den Krankenhäusern für Ärztinnen und Ärzte brauchen. Dass wir hier die Selbstausbeutung, die viele Kolleginnen und Kollegen seit vielen Jahren praktizieren, dass wir das heute zulassen. Wir brauchen hier geordnete Strukturen und wir können uns das auch leisten. Daher werden wir das Instrument, an dem Sie ja derzeit arbeiten, auch mit Frau Jona von Marburger Bund, die da ausdrücklich, also über den gleichen Weg mitgeht, wir bleiben dort mit Ihnen in Kontakt. Und wenn das Instrument funktioniert, wir prüfen das, dann werden wir das auch in die Reform mit aufnehmen, das ist ganz klar. Das ist eine wichtige Verbesserung. Und es darf nicht mit zweierlei Maß gemessen werden, die dürfen die Pflegekräfte nicht anders bezahlt werden und anders geordnet werden und nicht anders geplant werden. Lassen Sie mich auf das Versorgungsstärkungsgesetz also kommen. Also ist ganz klar, wir machen hier einen ersten wichtigen Schritt seit mehr als 30 Jahren in Richtung Entbudgetierung. Wir werden die Hausärzte entbudgetieren, so wie es bei den Kinderärzten gemacht haben. Wir werden das auch für andere Arztgruppen prüfen, aber es ist wichtig, dass wir hier einen ersten mutigen Schritt gehen. Den habe ich Ihnen zugesagt, schon jetzt sind 5000 Hausarztsitze nicht besetzt, es kann nicht so bleiben und die Entbudgetierung, auch die Entbürokratisierung der Hausarztpraxen sind wichtige Ziele, die wir in diesem Gesetz verfolgen. Wir haben in diesem Gesetz auch sehr eng mit der KBV, Herr Hofmeister ist da, aber auch mit Herrn Dr. Bayer, mit Kollegin Bayer vom Hausärzteverband zusammen. Wir wollen aus der Quartalslogik der Vergütung heraus, wir wollen mit Jahrespauschalen arbeiten. Mit Jahrespauschalen, wo man sich einschreiben kann, wo es Zuschläge gibt für Chronikkranke, sodass wir aus diesem System herauskommen, Verdünnerscheine, etliche Besucher, die eigentlich medizinisch vielleicht gar nicht notwendig werden, die telefonisch gemacht werden können, sonst telemedizinisch gemacht werden. Wir brauchen da mehr Freiheit für die Hausärztinnen und Hausärzte. Müssen selbst entscheiden, welche Patienten sind unbedingt zu sehen, wen muss ich einbestellen. Für diese Patienten muss ich dann auch mehr Zeit haben. Das wird aber nur gelingen, wenn wir ein freiheitliches, ein liberaleres, ein großzügigeres Vergütungssystem einführen, wo einfach schlicht mit einer Jahrespauschale dann stärker im Vordergrund steht, die Freiheit des Arztes selbst zu entscheiden, wie oft muss ich einen Patienten sehen, dass das nicht diktiert wird von der Quartalslogik und von der Abrechnungspauschale.